Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Ein falscher Schritt und schon ist es passiert. Man rutscht aus und stürzt. Und je älter man ist, desto schneller kann dies geschehen. Und häufig kommt es dann zum Bruch des Beckens oder des Oberschenkelhalses. Das ist unser Thema heute, wie man das behandeln kann. Bei mir ist Professor Dr. Lars Groß-Terlinden. Er ist Chefarzt der Orthopädie, Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie in der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind. Frau Kahler, schön, dass ich hier sein darf. Ja, sagen Sie uns, warum sind denn Brüche im Bereich des Beckens zum Beispiel im Alter so häufig? Das liegt zum einen daran, dass die Knochenqualität im Alter nachlässt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir in unserem im Alter hinfälliger werden. Hinfälliger im wahrsten Sinne des Wortes, also wir stürzen schon über die Teppichkante. Und zum anderen, dass unsere Reflexe, unsere Schutzreflexe, um uns abzustützen, auch nachlassen, sodass wir dann quasi ungebremst auf Körperstellen fallen und dann auch gerne auf die Hüfte und auf den Beckenbereich, die dann brechen. Weil, wie gesagt, die Knochenqualität auch im Alter häufig nicht mehr so gut ist, wie sie in jüngeren Jahren noch war. Bricht dann das Becken komplett durch? Muss man sich vorstellen, dass dieser gesamte Ring dann kaputt ist? Das ist bei der Differentialdiagnose oder um die unterschiedlichen Frakturtypen, Knochenbrüche zu unterscheiden, ist das schon entscheidend. Denn das Becken ist ein Ring, ein Beckenring. Und wenn dieser Ring an einer Stelle kaputt ist, dann ist der Ring per se eigentlich noch einigermaßen funktionstüchtig. Man kann das einigermaßen vergleichen mit einem Hula-Hop-Ring, den mit den Kindern spielen. Wenn der an einer Stelle kaputt ist, dann kann man damit noch so leidlich umgehen und einigermaßen weiter Hula-Hop spielen. Ist er an zwei Stellen kaputt, kann man sich bildlich vorstellen, funktioniert es nicht mehr. Also wenn der Beckenring an zwei Stellen kaputt ist, dann ist er meistens instabil und dann muss auch häufig eine Operation in Erwägung gezogen werden, sofern denn die Bedingungen des Patienten das noch zulassen, dass er die Narkose übersteht, dass er überhaupt operationsfähig ist. Ja. Um ihn dann mit so einer Operation so weit wieder zu stabilisieren, dass er frühzeitig wieder aus dem Bett kommt, früh wieder auf die Beine kommt, weil das sind die Sachen, die dann auftreten. Die Komplikationen mit verlängerter Bettlägerigkeit im Sinne von Lungenembolien oder Dekubitus, die Patienten liegen sich in den Betten dann einfach wund, das zu verhindern und sie nach Möglichkeit wieder zurückzubringen in den alten Zustand vor dem Sturz. Ja, genau. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Erst einmal ist es ja so, es ist irgendwas passiert. Und was ich mich jetzt frage, hat man da so große Schmerzen dann in dem Moment, dass man sagt, oh, ich muss zum Arzt gehen und möchte schnell therapiert werden? Häufig ist das Diagnosebild wie ein bunter Obstkorb. Aber häufig ist es auch so, dass der Obstkorb nur aus Äpfeln besteht. Also bei Schenkelhalsfrakturen sind die Beine meistens nach einem Sturz oder nach einem Schenkelhalsbruch wird die Diagnose in der Notaufnahme durch die Pflegekraft gestellt. Das heißt, das Bein ist außen rotiert, also nach außen gedreht. Die Füße zeigen nach außen oder der betroffene Fuß des betroffenen Beines zeigt nach außen und das Bein ist verkürzt. Und damit ist quasi mit der Blickdiagnose schon die Diagnose gestellt, ohne dass man ein Röntgenbild braucht. Das braucht man natürlich trotzdem noch. Manchmal, aber in selteneren Fällen, sind diese Frakturen unverschoben und das sind dann auch Frakturen, die eventuell auch so stabil sind, dass sie, sofern der Zustand des Patienten im Alter es nicht hergibt, dass man ihn überhaupt operiert, dann kann man auch mal konservativ versuchen, weil der Schenkelhals oder der Kopf auf dem Schenkelhals so eingestaucht ist, dass er stabil ist. In den meisten Fällen ist die Dislokation, also die Verschiebung des Bruches allerdings so groß, dass es ratsam ist, dass man da dann weiter operativ vorgeht und dann beim alten Patienten häufig mit einer Prothese, deiner Endoprothese, das Hüftgelenk versorgt. Ich würde jetzt gerne noch mal auf das Becken kommen. Also die Frage ist ja, man fällt drauf. Merken die Patienten sofort, dass da etwas im Becken passiert ist, womit sie zum Arzt müssen? Oder ist das womöglich etwas, was man lange mit sich herumschleppt und was ihnen dann nachher größere Schwierigkeiten macht, es zu therapieren? Das stimmt. Also bei den Beckenfrakturen ist es ganz besonders, da geht es einem häufig durch die Lappen, weil es gibt unterschiedliche Begriffe für diese Frakturen im Alter. Also im jungen Jahren, also Motorradfahrer oder Patienten, die aus großer Höhe fallen, aber 30 Jahre alt sind, die brauchen relativ hohe Energie, um diesen stabilen, weil der Knochen stabil ist und weil alles andere auch noch stabil ist, zu brechen. Bei den älteren Patienten reicht schon die Tatsache, dass sie sich einfach neben den Stuhl setzen. Und manchmal reicht es sogar aus,
dass sie gar kein Trauma haben, also gar keinen Unfall, sondern das Becken zerbricht unter der Last des eigenen Körpergewichtes, unter der Last des Lebens in Anführungsstrichen. Und das liegt wiederum daran, Last des Lebens heißt in diesem Falle, dass die Osteoporose so weit fortgeschritten ist, dass der Knochen so weich ist und so instabil ist, dass er unter der normalen Traglast, also dem Körpergewicht, in sich einbricht. An der Wirbelsäule kennt man das. Wir werden ja im Laufe der Zeit kleiner. Und häufig liegt das daran, dass die Wirbelkörper, diese Kasten, diese Schuhkartons, langsam einbrechen. Das nennt man dann als osteoporotische Fraktur. Und dadurch kann es manchmal sein, dass unsere Körpergröße erheblich gemindert wird. Ja. Und beim Becken ist es ähnlich so. Man nennt diese Frakturen Insuffizienzfrakturen, im Englischen Fragility Fractures, Osteoporose-assoziierte Frakturen, wie auch immer. Es gibt viele Synonyme dafür. Faktisch ist es so, dass sie dem niedergelassenen Kollegen, aber auch dem Krankenhausarzt in der Primärdiagnostik, also in der Notaufnahme, häufig durch die Lappen gehen, weil man erkennt sie auf einem normalen Röntgenbild eher selten bis schlecht. Und wenn der Patient dann weiterhin Schmerzen hat, obwohl das Röntgenbild initial gar keine Fraktur gezeigt hat, dann muss man dranbleiben, weil dann muss man den Patienten einer weiterführenden Diagnostik im Rahmen einer Computertomographie unterführen. Und selbst wenn da nichts zu sehen ist und der Patient hat weiter Schmerzen, dann muss man sogar eine Kernspintomographie machen, weil in der Kernspintomographie kann man häufig ein Knochenödem sehen, was gar nicht korreliert mit einer CT-Aufnahme oder einer Röntgenaufnahme, wo man verschobene Knochenbrüche sehen kann. Man sieht aber, es ist was kaputt. Man spricht da von intraspongiösen Brüchen oder Bone Bruise. Und die müssen zumindest beobachtet werden. Es hat nicht immer die Konsequenz, dass man es operieren muss, aber häufig die Konsequenz, dass man dranbleibt, den Patienten im weiteren Verlauf Röntgen kontrolliert, gegebenenfalls, sofern es von dem Patienten umsetzbar ist, ihn entlasten lässt, dass er also mit Gehstützen oder kein Gehbahn Gewicht auf dem Becken hat. Genau. Und Sie sagen, man muss gar nicht immer operieren. Was heißt das denn? Was kann man denn tun, wenn man nicht operieren will? Wichtig ist, die Ursache zu bekämpfen. Und die Ursache liegt meistens in der Osteoporose. Ja. Das heißt, wenn die Kalzifizierung, also die Einlagerung von Kalzium in den Knochen nicht mehr so ist, wie sie sein sollte und die Knochenstruktur, die Stabilität, die biomechanische Stabilität vom Knochen nicht mehr so gut ist, wie sie sein sollte und es kommt zu diesen spontanen Frakturen, spätestens dann wird es Zeit, dass man eine Diagnose stellt und die Knochendichte bestimmt. Das machen Osteologen oder dafür ausgebildete Orthopäden, die das bestimmen können und dann eine medikamentöse Therapie einleiten. Häufig reicht, dass man Vitamin-D-Präparate gibt. Hier gerade in Hamburg sind wir ja nicht so sonnenverwöhnt. Da hilft schon mal ein bisschen Vitamin D und zusätzlich eventuell noch andere Medikamente, wo dann der entsprechende dafür fachlich gut ausgebildete Orthopäde oder Osteologe dann die entsprechenden Präparate verschreibt, um den Knochenaufbau wieder so zu gewährleisten und so zu unterstützen, dass solche Frakturen nicht fortschreiten bzw. nicht erneut auftreten. Jetzt denke ich mir, der Bruch ist jetzt, die Schmerzen sind jetzt, aber der Aufbau eines Knochens dauert doch sicherlich länger. Ja, das stimmt. Aber wenn der Patient quasi einen unverschobenen Knochenbruch hat und er ist in der Lage, in Kauf zu nehmen, dass er entlasten kann, weil er sonst noch mobil ist, dann kann man sowas machen. Ist das nicht der Fall, dann gibt es beispielsweise, ich habe mal so ein Beckenmodell mitgebracht. Ja. Das Wichtige am Becken, wie gesagt, ich hatte schon einmal gesagt, es ist ein Ring, ein schön kreisrunder Ring. Wenn der Beckenring vorne allein gebrochen ist, ist das meistens nicht so schlimm und der Ring ist noch stabil. Also vordere Beckenringfrakturen bedürfen meistens keiner weiteren Therapie. Eine Schmerztherapie, der Patient kann schmerzbedingt entlasten, sofern er das umsetzen kann und dann heilt das auch von alleine. Das Problem ist, wenn er zusätzlich oder allein hinten gebrochen ist, in diesem Bereich des Beckens, das ist das Kreuzbein. Und wenn das Kreuzbein hier längs bricht, dann ist der Beckenring hinten unterbrochen. Und man weiß, dass die Belastung oder die Kraftübertragung am Becken zu 80% über den hinteren Beckenring geht. Das heißt, biomechanisch oder von der Lastaufnahme ist der hintere Beckenring entscheidend, der vordere nicht. Und wenn ein Patient vorne und hinten kaputt ist, reicht es häufig auch, dass man nur hinten stabilisiert, weil dann ist er ja quasi wieder 80% tragfähig hinten. Das reicht aus, dass er vorne auch von alleine spontan heilen kann, sodass man vorne gegebenenfalls gar nichts machen muss. Und was heißt stabilisieren? Stabilisieren, da gibt es unterschiedliche Techniken. Ich denke, 80 bis 90% der Frakturen im hinteren Beckenbereich bei der
alten Bevölkerung oder älteren Bevölkerung sind eigentlich durch minimalinvasive Techniken gut zu versorgen. Das heißt, der Patient liegt auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Über eine kleine Stichinzision würde man da ungefähr, wo man hier jetzt auch sieht, diese Schraube, eine Schraube einbringen, die unter Bildwandlerkontrolle im OP, es gibt auch so Navigationssysteme, die man anwenden kann. Und da kann man dann eine Schraube einbringen, die direkt in diesen Bereich verläuft. Manchmal kann man auch zwei Schrauben einbringen, je nachdem, wie der Frakturverlauf dann im Speziellen ist. Und damit ist dem Patienten eigentlich so weit geholfen, dass er in den meisten Fällen auch sofort wieder nach der Operation voll belasten kann. Aha, das wäre meine Frage. Wie lange braucht er, um danach in den Zustand zu kommen, den er vorher hatte, bei dieser Form der Operation? Genau, also. Da streiten sich natürlich die Gelehrten wie immer, aber faktisch ist es ja, dass unser höchstes Ziel ja sein muss, den älteren Patienten aus dem Bett zu bekommen, damit er eben keine Lungenembolie bekommt, keine Komplikationen bekommt, sich nicht wund liegt, sondern er muss mobil werden. Und nach Möglichkeit muss er in sein gewohntes Lebensumfeld wieder zurückkommen. Und das kann er natürlich nur, wenn er das Bett wieder schnell verlässt. Mhm. Also man kann ihn auch 6 Wochen ins Bett legen, aber das tut natürlich der Heilung des Knochens nicht gut und der Gesamtsituation des Patienten auch nicht. Und das andere ist, dass das Alter des Patienten es häufig nicht zulässt, dass man ihm sagt, du bekommst jetzt eine Schraube oder auch zwei und zusätzlich darfst du aber auf das Bein 6 Wochen nicht drauf treten. Das fällt einem im hohen Alter, also ab 80 Jahren, deutlich schwerer mit unterm Gehstützen und nur mit Belastung von einem Bein durch die Gegend zu humpeln. Ja. Deswegen ergibt es sich von ganz allein, der Patient wird operativ versorgt, muss damit so stabil sein, dass er eine Vollbelastung quasi erträgt. Beziehungsweise, dass das Konstrukt hinten so stabil ist, dass es eine Vollbelastung möglich macht. Und dann in vielen Fällen heilt es dann noch so. Ja. Sie hatten ja anfangs noch einen anderen Fall angesprochen, nämlich, dass ebenso häufig auch der Oberschenkelhals bricht bei Stürzen im Alter, sage ich jetzt mal ganz uncharmant. Was tun Sie denn da, damit man dann auch möglichst ja schnell wieder auf die Beine kommt? Nehme ich mal stark an. Ja, also die Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie hat Leitlinien herausgebracht, wie man es grundsätzlich zu behandeln hat. Und dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Das ist völlig richtig. Leitlinien sind wichtig, aber der Mensch unterscheidet sich ja nicht nur in seiner Haut und Nasen, also in der Hautfarbe, in der Nasengröße, in der Haarfarbe, sondern natürlich auch in seiner gesamten Situation, seinem Bewegungsapparat. Wir sind alles Individuen. Deswegen grundsätzlich beispielsweise Altersgrenzen zu machen, bis zum 65. Lebensjahr versuche ich die Hüfte, das Hüftgelenk zu erhalten, also eine hüftgelenkserhaltende Operation durchzuführen. Und ab 65 sage ich, jetzt muss eine Prothese rein. Das kann man so statisch nicht bestimmen, sondern man muss den Patienten betrachten, nach Möglichkeit das Gespräch mit dem Patienten vor der Operation suchen und mit ihm einmal die Alternativen besprechen. Mhm. Grundsätzlich gilt, der jüngere Patient sollte nach Möglichkeit eine hüfterhaltende Operation bekommen. Da gibt es unterschiedliche Schraubensysteme und Schraubenplattensysteme, die aber mittlerweile so stabil sind, dass sie auch unter einer dann anschließenden Entlastung von 20 Kilogramm für 6, 8, 10 oder noch länger Wochen es rechtfertigen, die Hüfte zu belassen und den Knochen heilen zu lassen. Das kann man sich wieder, wie erdenklich, bei älteren Patienten schlechter vorstellen. Da ist das Ziel, schnell mobilisieren und nach Möglichkeit so mobilisieren, wie sie auch noch mobilisiert werden können. Also das mit Vollbelastung. Und das bedingt dann, dass man gerade die älteren Patienten häufig mit einer Prothese versorgt. Und diese Prothese kann man in einer Übergangsphase häufig wird nur der Hüftkopf ersetzt. Die Pfanne wird nicht bearbeitet. Die Pfanne wäre also hier. Und bei den jüngeren Patienten, die noch eine längere Lebenszeit vor sich haben, sagen wir mal bis zum 75. Lebensjahr, da kann man dann zusätzlich noch die Pfanne ersetzen, um halt ein langfristig tragfähiges Konstrukt anzubieten, mit dem der Patient alles machen kann, was er in seinem Lebensalter, in seiner Lebensphase noch vor sich hat. Nun sagten Sie ja vorhin, diese Brüche an beiden Stellen, also in der Hüfte, Oberschenkel, Hals, Becken, haben häufig mit Osteoporose zu tun. Also der Knochen ist nicht mehr so stabil. Wenn ich jetzt ein künstliches Gelenk einbaue, brauche ich doch auch etwas, woran es sich verankert. Wie machen Sie das? Gut, die Empfehlungen sind, dass man die Prothesen, wenn man sich zu einer Prothese entscheidet, zementiert, wenn die Knochenqualität quasi eine zementfreie Verankerung nicht mehr zulässt. Das heißt, der Schaft, der Stiel, der am Oberschenkel befestigt wird, wird beim älteren Patienten,
sagen wir mal wieder so ab 75, eher mit Zement befestigt. Die Pfanne, da ist es so, dass dieses, man spricht dann vom Containment, diese Schale, die ja meistens unberührt ist von Arthrose, da unterscheidet sich der Patient, der mit dem Schenkelhalsfraktur hat selten eine gleichzeitig bestehende Arthrose. Der Arthrotiker ist eher, sagen wir mal, ein gesünderer Patient, der noch einen hohen Bewegungsanspruch hat, der quasi eine ganz andere Situation vorfindet als derjenige mit der Schenkelhalsfraktur. Der Arthrotiker hat auch eher selten eine Osteoporose gleich bestehend. Und der mit der Schenkelhalsfraktur, also obwohl beide eine Prothese bekommen, unterscheiden sie sich deutlich von ihrem Gesamtbild. Und die knöcherne Struktur lässt es dann in dieser Pfanne häufig zu, dass man zementfrei verankert, wenn die Knochenqualitäten, das sieht man spätestens intraoperativ, das nicht sinnvoll gestattet, dann kann man auch hier die Pfanne einzementieren. Um eine hohe Primärstabilität heißt, dass der Patient nach Möglichkeit dem Alter entsprechend sofort belasten kann. Und sofort belasten heißt noch 1, 2 Tage im Krankenhaus bleiben, aufstehen, nach Hause Wenn gehen? es so schnell geht, dann ist es super. Nee, beim jüngeren Patienten ist es so, da kann man, wenn man das Hüftgelenk erhält und sind sonst einfache Bedingungen, das ist die alleinige Verletzung, also es ist nicht der Motorradfahrer mit einer Schenkelhalsfraktur, sondern es ist der jüngere Patient, der beim Fahrradfahren nur auf die Hüfte gefallen ist und nur diese Schenkelhalsfraktur hat, der kann so schnell mobilisiert werden und sollte es auch relativ schnell umsetzen können, dass er mit Unter-MG-Stützen das betroffene Bein nur teil oder komplett entlastet. Sobald er mit den Gehstützen Treppen steigen kann, kann er damit prinzipiell auch nach Hause, wenn er sich das zutraut. Ansonsten muss man auch nach so einem Bruch 5 bis 7 Tage rechnen. Die älteren Patienten, die häufig mit einer Prothese versorgt werden, die bleiben im Krankenhaus, in dem akut versorgenden Krankenhaus, ein Zeitfenster zwischen 7 und 10 Tagen im Regelfall und werden dann in eine geriatrische Anschlussbehandlung oder Reha verwiesen. Und da wird nach Möglichkeit dann noch viel intensiver darauf eingegangen, sie in ihrer Gesamtkonstitution so weit voranzubringen, dass das erklärte Ziel erreicht wird, sie wieder in ihre ursprüngliche Umgebung entlassen zu können. Ja. Vielen Dank Gerne. für dieses Interview. Sehr gerne, Frau Wahl. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.